Hey ihr Lieben, schön, dass ihr wieder in meinen Kanal reinschaut. Ich freue mich sehr darüber. Ich habe für euch mal wieder einen Action-Haul. Den wollte ich eigentlich schon längst vorgestellt haben, bis ich geschaut habe, es sind wieder 2 Wochen rum. Tja, so schnell kann es gehen. Dennoch möchte ich euch vorstellen, was es bei uns noch gegeben hat. Unser Action in der Nähe ist das Problem, dass es wieder zu wenig Sachen gibt, beziehungsweise die Regale nicht zum Auffüllen kommen. Und dennoch habe ich ein paar Sachen noch gefunden. Die will ich euch jetzt zeigen. Ich habe jetzt zum Beispiel hier diesen Glitzerspray gefunden von Mo, heißt der. Wir hatten hier auch noch diesen Barcode, wenn ihr das seht. Und hier habt ihr nämlich eine Auflistung, was für Farben es gibt. Nämlich Light Violet, Bright Pearl, Rich Rose, Premium Silver und Glamour Gold. Ich habe jetzt diese 2 gefunden, also das Lila und das Schwarze. Die haben mir 79 Cent je Stück gekostet. Es sind 30 Milliliter drin. So, ihr seht es jetzt gleich. Wir haben hier dieses Magic Book. Ich bin jetzt lang darum geschwanzelt und habe das letzte dann doch noch mitgenommen. Das ist praktisch hier für euer Bücherregal. So ein Diorama kann man schon fast sagen, ne? Miniature. Und da könnt ihr das dann zusammen basteln und habt dann hier praktisch eine Bibliothek oder halt ein Sitz, wie es früher halt gegeben hat, mit der riesigen Büchersammlung. Das ist sogar mit LED. Jetzt einen Moment, schauen wir mal kurz. Wir machen das mal auf. So. Das hat übrigens 9,95 € gekostet. Wir machen jetzt, wo ist denn da das Barcode? Ich halte es euch trotzdem nochmal rein. Vielleicht habt ihr noch Glück und kriegt ihr noch was vom Action. Aber der Witz ist, was ich da lese, Made in China, not for resale. Ist schon witzig, ne? Krefts & Co. Da habe ich letztes Mal was gesehen. Von Krefts & Co. Oh. Von Krefts & Co. Und mir gedacht habe, hey cool, das ist auch von denen. Aber ich weiß nicht, was es war. So, wir machen das jetzt auf und dann seht ihr jetzt schon gleich, um was da geht. Wir haben hier so eine Anleitung bebildert, wie was zusammengehört. Dann haben wir hier dieses Set, oder D-Set. Kann man bestimmt irgendwo nachbestellen. Dann haben wir hier die Außenwand. Also ganz aufmachen tue ich es jetzt nicht. Und ihr seht, das sind jetzt aus so Passalholz, denke ich ja mal. Damit es auch schön haltbar ist. Und hier haben wir die ganzen Sachen hier. Magical Bookshop, also ein Büchershop ist. Das ist praktisch der Umschlag. Oh, der hat ja schon ein paar Kratzer, sehe ich gerade. Mal schauen, ich habe jetzt noch kurz gebastelt. Hier haben wir hier auch die Innenseiten aus Papier zum Rauslösen. Das muss man ausschneiden. Und hier sind die ganzen Bücher. Ups, falsch auseinander. Das muss man halt alles auseinanderschneiden. Ah, da ist schon was verloren gegangen. So. Also das war jetzt die kurze Zusammenfassung. Ich werde das dann nochmal ausprobieren. Ja. Ich weiß nicht, irgendwas habe ich auch noch. Zu Hause, ja, das ist glaube ich diese Häuschen. Irgendwas habe ich auch noch zu Hause. So, machen wir wieder zu. Dann haben wir dieses Lineal. Das ist schon ein bisschen länger bei mir. Das gab es aber bei uns immer noch zum Kaufen. Also ich habe nachgeschaut, kostet 1,49 €. Also das sind solche Abreißlineale für Papier. Und wenn ihr eure Karten, zum Beispiel welliges Muster verpassen wollt oder so ein Muster oder Zacken, dann kann man das mit dem Papier abreißen. Mit dem dicken Watercolor-Papier ist wahrscheinlich eher nicht so geeignet. Man muss das halt mal ausprobieren. 3 verschiedene Lineale gibt es. Für 1,49 € könnt ihr es ruhig einmal mitnehmen. So, dann haben wir diese heiß begehrten Wachs-Seal-Kits. Ich habe ja selber schon ein Wachs-Kit durch eine Kooperation. Habt ihr ja wahrscheinlich das Video schon mal gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, hey, ich nehme die Dinger jetzt einmal mit. Weil, wenn es jetzt nichts ist, vielleicht kann man den Kopf irgendwie auf dem anderen draufbringen. Aber so wie es ausschaut, eher nicht. Und so. Also ich habe es einmal die 2 gekauft, das war schon wegen dem Muster. Hier so ein Kranz, Schmetterling und diese Fleur de Lille. Dann haben wir hier auch so ein Kranz rum, Blume und Herzchen. Ich mache jetzt mal eins auf.
Das hat übrigens 2,22 gekostet. Ah ja, genau. Und dann machen wir hier mal schnell den Barcode rein. So, also ihr seht, wir haben hier drei Kerzen drin. Die werden halt hier oben angezündet und dann wird es drauf getropft und dann kommt dieser Stempel drauf. Mal schauen. Ha. Cool. Das ist ganz einfach so ein Stempel ohne Klebefläche. Was machen wir denn? Machen wir das einmal. Ach, cool. Das habe ich ja gar nicht gewusst. Schaut her. Das ist nur ein Plastikring. Ich dachte, den kann man irgendwo draufschrauben. Okay. Ah, das ist Silikon. Oh, da bin ich ja gespannt, was, ob das mal was wird. Dann machen wir mal einen Test. Und das drückt sie hier einfach so rein. Und schon hat es ein Wachssiegel. Habe mich getäuscht. Also im Endeffekt zahlt sie 2,22 für diese drei Wachskerzen und das Ding. Naja, sage ich mal, ein bisschen enttäuscht. Aber für das Wachs ist in Ordnung. Wobei, mal schauen, man könnte es ja eins testen und vielleicht das andere verlosen. Ja, das gibt es ja nochmal. Ja, ganz einfach, ich habe es verkehrt rum rein. Wenn es denn klappt. Also wenn es denn klappt, jetzt habe ich es wieder verkehrt rum rein. Also wenn es denn klappt, dann ist es für 2,22 Wachs und diese Siegelstempel nicht schlecht. Da hätte ich in die Verpackung schauen müssen. Ich habe mir gedacht, das wäre so eine Klettverschlussart. Ja gut, da lernt man draus. So schaut das aus. So, dann haben wir nochmal das Mau. Diesmal das Kraftmus, da habe ich jetzt keinen Preis. 79 Cent, also normalerweise. Ich habe leider, doch es gab drei. Und ich habe mir für das Weiß und dieses Silberne entschieden. Ich wollte ja eigentlich Gold haben und Schwarz, aber das gab es ja nicht mehr. Ah, cool. Da ist so ein Deckel drauf. So schaut das aus. Da habt ihr dann eure Vorlage. Also die Stencils und dann könnt ihr das Mousse bzw. die Paste draufschmieren, dann wird es hart und dann habt ihr so ein schönes, erhabenes Muster. Oh, das geht gar nicht auf. Jo. Es riecht extrem nach Farbe. Schade, aber weitere gab es wieder nicht mehr. Furchtbar zur Zeit. So, dann haben wir hier zwei 3D-Puzzles. Das hat mich ja wirklich interessiert mit dem Erdball. Und das habe ich mitgenommen, weil es da einfach Rose mit so einem Flieger. Mich hat halt diese Mechanik interessiert, wie das funktioniert. Wir machen das jetzt mal auf. Furchtbar Butterfly heißt es genau. Und da hatten es nur wieder ein paar Diamond Paintings, aber waren jetzt genau die Sorten, was ich wollte, nicht. Und das andere war Teilbild und das will ich nicht. Ich habe genug Teilbilder. So, wir machen das jetzt kurz auf. Also es ist jedenfalls angeschweißt. Was ist das? Mir Plastikding, ne? Das jetzt her. Also irgend so ein Plastikteil ist da drin. Dann haben wir hier das ganze Zeug, filigran. Was ich jetzt gerade da sehe, scheint schon ausgestanzt zu sein, aber das ist... Oh, da müsst ihr aufpassen. Also am besten, da wird bestimmt eine Anleitung irgendwo drauf sein, hoffe ich. Innen drin ist sie. Da müsst ihr beim Rauslösen unbedingt Acht geben, dass ihr die feinen Dinger nicht abbricht. Also für geduldige Menschen. Ich habe jetzt gedacht, ui, ein bisschen kleiner, oh ja, da muss ich aufpassen. Ein bisschen aufpassen, ja. Werde ich schon irgendwie schaffen, in der Ruhe liegt der Kraft. So schaut es eben aus. Auch so
Basaltholz, MDF-Platten mäßig. Und dann steckt es ineinander und eigentlich sollte das dann ohne Bastelkleber halten. Und die Mechanik funktioniert. Ich bin ja gespannt drauf. Wir haben hier nochmal euren Barcode, falls euch diese Puzzle interessieren. Da gibt es neuerdings jetzt auch eins wieder als, na, wie heißt denn diese Uhr wieder? Ich komme jetzt auf das Namen, typisch wieder. Wenn ich sehe, fällt es mir wieder ein. Also wir haben hier 200 Teile und hier haben wir bloß 165 Teile. Und da steht drauf, wie anspruchsvoll es ist bei 3 und da steht ja auch dort ab 14 plus. Das waren jetzt diese zwei. Wie gesagt, Ausbeute ist bei uns echt furchtbar. So, dann zeige ich euch noch, was ich noch gekauft habe. Die kosten 69 Cent. Habe ich irgendwo in der Werbung gesehen. Dann habe ich noch einen Kanal und da sind meine Hauptfarben eigentlich so gelb-rot. Und für die Fotos haben wir gedacht, ja, ein bisschen, weil es eben gemischte Farben sind, das halt ein bisschen zeigt, aha, die Hauptfarbe ist ja rot und gelb, habe ich mir halt mal diese Tulpen besorgt. Da müsst ihr aber dann aufpassen, ob sie auch gescheit gelebt sind. Ich finde die jetzt nicht schlecht. So zum Hinlegen, zum Dekorieren oder auch in die Vase könnt ihr es reintun. So als Osterstrauch, Frühlingsstrauch, geht alles super. So, und dann kommen wir zu diesem eigentlichen Dumm. Ich habe es schon mal aufgemacht. Das ist jetzt dieses Bandsport. Das gibt es ja vom eine Kraftelier von VR Keepers, soweit ich es noch weiß. Kostet der Heiden Geld normalerweise. Und ich habe ja auch noch so andere Stanzen von denen. Müsste ich auch mal hernehmen. Und das habe ich im Angebot damals gekauft für 8,95 und war. Gibt es für 9,95, bei uns sind die auch noch vorrätig, aber ihr müsst aufpassen, manche haben festgestellt, dass bei denen Buchstaben doppelt sind. Da würde ich euch raten, dreht die Stanze um, weil viele festgestellt haben, es ist nur die Ziffer oben verkehrt und unten ist das richtige Stanzung. Und ich habe dann gleich dahin nachgeschaut, nachdem ich das ja gelesen habe. Und bei mir sonst komischerweise alle so wie es gehört. Also ich habe es jetzt da so. Also es kommt dann so. Dann habt ihr hier schön eingepackt, diese ganzen Stanzen. Ihr seht es selber. Von A bis Z. Also ich habe alle. Und hier, wenn ihr es umdreht, seht ihr es auch, dass es dieselben Buchstaben sind. Also nur Buchstaben. Wahrscheinlich gibt es irgendwann einmal noch weitere Sachen. Gibt es ja öfter schon so Sachen. Und hier habt ihr praktisch dieses Stanzgerät. Ihr sortiert es hier ein und dann ist halt hier die Öffnung da unten drin. Dann macht ihr Punch und dann habt ihr es schön ausgestanzt. Ohne dass ihr einzelne so hantieren müsst. Probieren wir auch nochmal aus. So, das wird ein bisschen dauern, weil ich hänge wirklich mit allem hinterher zu Hause. Das ist furchtbar. Und das muss jetzt eins nach dem anderen. Und dann widme ich mich mal wieder längerfristig dem Kanal hier. Mit wieder ein paar schönen Ideen. Aber es gibt halt solche Phasen, da kann man machen, was man will. Es funktioniert einfach nicht. Und da ist besser, man macht eine Pause und dann wieder erfrischt loslegen. Also ich tue es jetzt wieder da rein. Gut ausprobieren, wenn wir wieder die Einladungskarten zum zum Geburtstag gestalten, dann können wir das gleich mal ausprobieren, ne? Falls euch wundert, ich sortiere es immer her, weil ich dann immer noch ein Foto mache. So, dann machen wir das so. Und ich muss immer aufpassen, weil ich in letzter Zeit wirklich immer so doof bin und vergiss dann die Kamera, wenn ich es ausgeschaltet habe, wieder einzuschalten. Das ist mir jetzt in letzter Zeit oft passiert, weiß nicht, an was das liegt. Das war jetzt mein kleiner Action-Hole. Es war wieder einiges dabei für meine Puzzle-Leidenschaft. Also ein tolles Puzzle, 3D. Dann haben wir was für Basteln, Karten, Papier. Und Gestalten ist natürlich wieder was dabei. Für Hintergründe ist es nicht schlecht. Oder für Siegel, wenn sie drauf machen wollt. Bei uns halt ist es momentan wirklich so, ich sehe so viele schöne Sachen in Videos. Die gibt es bei uns einfach nicht. Da könnte ich jetzt jeden Tag reinschauen, wieder über Wochen. Und dann käme das nicht. Und plötzlich ist es da, wenn man nicht in Action kommt. Und
Meistens ist dann so, entweder man hat Glück und kommt rechtzeitig rein, oder ist es schon weg und es kommt nichts mehr nach oder dauert ewig. Und da muss man zur richtigen Zeit dort sein, wie zum Beispiel, ich habe da so eine Röhre zum Auseinanderziehen für einen Junior, der ist mit LED. In der einen Filiale haben es Haufen gehabt. Ich habe eins mitgenommen zum Ausprobieren. In der anderen Filiale waren sie weg. Ich habe ein einziges haben wir erwischt, aber nicht da, wo es der Preis steht, oder irgendwo mittendrin liegen und sonst nirgends. Sonst haben wir nichts gefunden. Wir haben den ganzen Laden abgeschaut, nichts. Es gibt wieder Haufen Gartenzeug drin, Dekosachen. Dann haben sie so einen Hype mit den Buddhas, mit den goldenen Statuen. Habe ich, glaube ich, welche gesehen, aber dann nicht gecheckt, dass das eigentlich so tolle sind. Ja, Hype natürlich. Und dann gibt es natürlich keine mehr, ist ja logisch. Man soll es vorher überlegen oder sie kommen noch. So, auf jeden Fall, ich wünsche euch für heute entweder gute Nacht oder einen guten Tag. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie wieder in meinen Kanal reinschaut. Am besten abonniert mich, macht die Abo-Glocke an, dann seid ihr über neue Videos informiert. Das ist die beste Benachrichtigung für euch. Mein nächstes Video wird definitiv ein Bastelvideo mit Stanzen. Da hänge ich schon sehr hinterher, hätte ich schon längst machen sollen. Und bis demnächst, eure Petra.